Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Heute erzähle ich Ihnen, welche drei Verfahren ich am effektivsten für die Akne-Narbenbehandlung einsetze. Bleiben Sie dran. Die Akne ist eine Erkrankung, die die ganze Haut betrifft, also die oberen Schichten, die mittleren Schichten, auch die unteren Schichten der Haut und sogar nicht selten bis ins Fettgewebe unter der Haut reicht. Wenn sich die Entzündungen zurückbilden, dann können auch in allen Ebenen Narben zurückbleiben. Das heißt, man findet Narbenstränge von ganz oben bis ganz nach unten ins Fettgewebe. Und wenn man Aknenarben effektiv behandeln möchte, dann muss man auch alle Ebenen therapieren und nicht nur die obere Ebene, beispielsweise mit einem Laser. Wenn wir Aknenarben behandeln, dann sind meine drei Top-Favoriten der fraktionierte CO2-Laser für die obersten Hautschichten, das Radiofrequenz-Mikroneedling für die mittleren Schichten und die Subzision und Hyaluron-Injektion für die tiefen Schichten. Ich zeige Ihnen das hier in diesen kleinen Videos. Wir beginnen unten mit der Subzision. Bei der Subzision wird mit einer Kanüle, das ist eine stumpfe Kanüle, wird die Anheftung der Narbe in der Tiefe gelöst und Sie sehen, dass die Haut hier richtig ruckelt und das passiert, wenn man die Stränge löst und dadurch kann man diese Einziehungen durchtrennen und die Haut kann wieder nach oben gleiten. Das Radiofrequenz-Mikroneedling wird in den mittleren Schichten eingesetzt. Hierbei pieksen kleine Nädelchen in die Haut in Tiefen von 2 mm, 1,5 und 1 mm. Zwischen diesen Nadeln wird ein Radiofrequenzstrom aufgebaut. Es erzeugt eine Hitze und dadurch wird die Kollagenbildung stimuliert und auch die Haut zusammengezogen. In den obersten Schichten setzen wir die fraktionierte CO2-Laserbehandlung ein. Diese Behandlung wirkt zu etwa 0,5 mm in der Tiefe. Damit kann man das obere Relief planieren und auch in den oberen Schichten die Kollagenbildung stimulieren. Das ist wie ein sehr, sehr starkes Peeling. Eine andere Methode, die wir auch oberflächlich einsetzen bei besonderen Narben, bei den sogenannten Eispickelnarben, die so tief eingezogen sind, ist das TCA Cross. Das ist eine Behandlung mit einer hochkonzentrierten Trichloessigsäure. Diese Säure fließt in diese tiefen, spitzen eingesunkenen Narben und führt dort zu einem sehr starken Peeling der oberen Hautschichten, sodass sich die Narbe zusammenziehen kann und auch in ihrem Durchmesser verkleinert. Es ist ein oberflächliches Verfahren, aber weil diese Eispickelnarben eben sehr tief eingezogen sind, ist es in diesen oberflächlichen Bereichen dieser Narbe auch gut wirksam. Es gibt noch weitere Verfahren wie die Narbenentfernung oder das Narbenstanzen. Da möchte ich jetzt aber in diesem Video nicht drauf eingehen, auch weil aus meiner Sicht die Erfahrungen nicht immer sehr gut sind mit diesen operativen Verfahren. Es ist wichtig, dass man bei einer Akne-Narbenbehandlung Geduld mitbringt. Es wird auf keinen Fall so sein, dass nach einer Akne-Narbenbehandlung alle Narben verschwunden sind und es so ist wie vorher, sondern man kann mit einer Verbesserung rechnen zwischen 10-15% pro Sitzung. Das heißt, man muss diese Sitzung auch wiederholen, bis man dann ein für sich gutes Ergebnis erzielt hat. Die Behandlungen erfolgen in einem Abstand von etwa 2 Monaten. In diesen 2 Monaten gibt man dem Körper und der Haut Zeit, von selbst zu regenerieren und auch Kollagen zu bilden. Mit was muss man nach einer Behandlung rechnen? Nach so einer intensiven Aknenarbenbehandlung muss man mit einer deutlichen Schwellung rechnen. Die bildet sich über einige Tage zurück, meistens innerhalb von 2 bis 3 Tagen. Es kann aber auch mal eine Woche oder sogar länger gehen. Die Haut sieht hinterher erstmal super aus. Warum? Weil die Schwellung die ganzen Akne-Narben auffaltet und die Haut dann super glatt aussieht. Das ist leider nicht von Dauer. Wenn die Schwellung sich zurückbildet, dann gibt es wieder eine Einsenkung im Bereich der Akne-Narben, aber in den allermeisten Fällen eben nicht so, wie es vorher war, sondern mit einer Verbesserung. Bitte posten Sie Ihre Fragen hier unter diesem Video. Das soll ein interaktiver Kanal sein.
Wir bemühen uns auch, möglichst viele Fragen zu beantworten. Bitte abonnieren Sie den Kanal, auch mit der kleinen Glocke, dann erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video posten. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Viele Grüße aus Mainz, Ihr Dr. Robert Kasten.